Ihr wisst, was das bedeutet, wenn ich so in die Kamera spreche. Es ist Follow Me Around Zeit. Und zwar möchte ich euch heute mal zeigen, was ich so am Tag vorm Turnier mache. Okay, mich interessiert es immer sehr, was andere Leute mit ihren Pferden vorm Turnier machen, weil ja jedes Pferd so ein bisschen unterschiedlich darauf reagiert. Ich zeige euch jetzt heute mal, was ich mit Saletti mache. Wenn ich mit Vic auf Turnier gehe, zeige ich euch auch, was ich mit Vic mache. Denn da sieht es alles ganz, ganz anders aus. Normalerweise putze ich auch einen Tag vom Turnier oder morgens meine Sachen. Das habe ich jetzt aber gestern schon gemacht, weil ich nämlich diese Woche nur einmal geritten bin. Jetzt seit dem letzten Turnier und ich habe jetzt einfach nur mit so einem Lederpflegetuch das ein bisschen abgewischt. Also ist das alles sauber. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist nachher meine Stiefeletten und meine Chaps putzen. Oder morgen früh. Mal gucken. Das werdet ihr ja sehen. Entweder seht ihr es dann so heute in der Turniervorbereitung. Oder morgen im Follow Me Around. Und dann würde ich sagen, ich ziehe mich jetzt mal kurz um, weil ich nämlich heute den ganzen Tag unterwegs war. Und dann nehme ich euch mit in den Stall und zeige euch, was ich so einen Tag vorm Turnier mit Saletti mache. Also es wird echt kein langes Video, weil, ja, ihr werdet sehen. Na, es geht sich aus. So, ich habe meine Sachen jetzt alle schon geholt und ich stehe jetzt gerade hier auch bei Vic. Den gibt es natürlich auch noch. Und mit dem geht es auch bald wieder auf Turnier. Generell versuche ich euch in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr von ihm zu zeigen. Ne? Ja, gestern sind wir das erste Mal seit meinem Unfall wieder gesprungen. Also so ein kleines Kreuz. Das war auch ganz, ganz toll. Ich hoffe, ich rede jetzt gerade laut genug. Ja, aber ich. Ich gehe jetzt mal zu Saletti und zeige euch dann mal, was ich so am Tag vorm Turnier mit ihm mache. Ich hoffe, ihr versteht mich jetzt gerade bei dem Sturm. Boah. Ja. Aber morgen soll das Wetter gut werden, habe ich gehört. Deswegen normalerweise würde ich Saletti jetzt heute auch waschen. Das mache ich nun aber erst und das zeige ich euch dann, wie ich ihn wasche und wo. Ich wasche immer nur die Beine. Und hier ist er. Hallo. Na? Na, Mobi? Jo, hier ist der kleine Schatz. Ja, wie ihr seht, ist mein Pferd ein bisschen nass. Das wird dann heute nichts mit Putzen. Ich wische ihn nur einmal ganz kurz über. Aber das ist gar nicht so schlimm, weil dann kann ich euch ja mal sagen, was ich so am Tag vorher mache. Und zwar, ja, stell scharf, Handy. Okay. Ich hoffe, der hängt sich jetzt nicht auf. Und zwar longiere ich Saletti immer am Tag vor dem Turnier noch ein bisschen. So, ja, jede Runde 3, 4 Minuten traben. Nur am Halfter, der wird ja sowieso immer nur am Halfter longiert. Das habe ich jetzt so für uns rausgefunden, dass der dann nämlich am lockersten ist. Und generell ist Saletti einer, der jetzt nicht unbedingt so viel trainiert werden möchte, wenn man das so schön sagen möchte. Deswegen bin ich dann auch diese Woche halt nur einmal geritten. Ja, trotzdem schon mal ein bisschen bürsten, soweit es denn geht. So. Ja, ich bin ihn diese Woche jetzt nur einmal geritten gestern. Da war der aber sehr, sehr gut drauf. Ich hatte das erste Mal ein richtig gutes Reitgefühl. Meistens ist das Gefühl beim Reiten ja immer so ein bisschen schlecht bei ihm. Und es sieht dann von unten gar nicht so schlimm aus. Ich habe aber auch nicht viel gemacht. Halt eher so Schritt, Trab, Galopp. Einmal Außengalopp auf jeder Hand. Und dann halt immer schön frisch vorwärts. So ein bisschen daran gearbeitet, was da halt so unsere Probleme sind, dass er ordentlich am Bein zündet. Das war sehr gut gestern. Deswegen denke ich, dass er vielleicht morgen jetzt mal ein bisschen mehr Elan hat. Ich werde ihn auch vor der A-Dressur so nicht lange abreiten. Nur so ein bisschen Schritt, Trab, Galopp. Das ist ja eigentlich nichts Wildes, was man da macht in der Dressurreiter A. Und halt auch, dass er dann noch genug Kraft hat für die L-Dressur. Seine Dressurreiter L. Beides wird einzeln geritten. Und ja, ich gehe jetzt mal mit ihm in die Halle. Jetzt zeige ich euch das einmal kurz, wie ich ihn longiere. Halt einfach nur so mit Schlaufzügeln. Hier einmal auf dem Rücken, zwischen die Beine, vorne am Halfter ran.
die einen finden es gut, die anderen finden es schlecht. Ich fahre mit dem System quasi sehr, sehr gut. Und ja, das ist so das, was wir halt am Tag vorher machen. Nur ein bisschen longieren. Einfach, weil der ja ein bisschen über die Uhr geritten wurde, wohl früher. Und er kann es ja eigentlich alles. Mama hat schon gesagt, ich bräuchte noch so ein zweites Pferd, mit dem ich denn mal ein bisschen üben kann. Aber ich denke, jetzt so mit der Zeit wird es immer besser. Ja, ich werde ihn jetzt mal eintüdeln und mit ihm rübergehen in die Halle. Wir sind jetzt fertig mit unserer kleinen Jogging-Einheit. Er sieht viel müder aus, als er eigentlich ist. Er ist so ein bisschen matt heute, habe ich das Gefühl. Ich hoffe, dass er sich einfach nur ein bisschen überfressen hat. Aber ja, ich denke auch, dass ich dem jetzt zunächst schon wieder eine Regendecke draufpacken muss, weil der ja schon so ein bisschen empfindlich ist im Rücken. Und mit dem ganzen Regen hier, das ist ja echt ein bisschen blöd. Das war es auch schon, was ich so vorm Turnier mache. Ich werde euch zu Hause nochmal so zwei, drei Sachen zeigen. Ich lege mir halt alles immer schon vorne an die Tür. Ich muss meine Reithose noch waschen und nähen. Die ist mir nämlich gerissen letzte Woche. So richtig schön zwischen den Beinen. Da ich aber eh immer eine Leggings unterziehe, ist das jetzt nicht so dramatisch. Aber ich muss sie auch noch waschen, weil durch den Regen letzte Woche ist sie so saudreckig. Ist ja auch nicht so, dass wir jetzt schon 8:30 haben. Ja. Das ist halt noch so das, was ich jetzt heute machen werde. Die ganzen Sachen putzen mache ich halt morgen. Wir haben morgen genug Zeit. Huch. Ich bin auch schon ganz kaputt. Durch den ganzen tiefen Sand hier laufen. Ja. Ich bringe jetzt auch in die Box. Das muss ich euch ja nicht mehr zeigen. Dann werden wir noch ein bisschen schmusen. Ich kriege dann noch ein paar Hände Kraftfutter. Und wir sehen uns dann bei mir zu Hause wieder. Ich habe mir jetzt gerade gedacht, ich kann euch jetzt ja auch mal zeigen, was ich immer so fütter. Und zwar ist der Salett jetzt schon ganz aufgeregt. Fütter ich von Pavo, ist hier unten was drin. Sportsfit und ein wenig Carabol. Ey, eigentlich bekommt Salett hier ja jetzt momentan in der Turnierzeit Reiskeimöl. Aber da das jetzt... Oh Gott, ja, das war jetzt cool. Ich spritze sie überall raus. Ey, ja lecker. Da es ja Doping ist, darf er das momentan nicht bekommen. Mal gucken, ob ich es jetzt irgendwie hier reinbekomme. Ich würde sagen, das Carabol ist auch so gut wie leer. Ja, lecker. Dann gibt es ein paar Möhrchen. Dann gibt es jetzt noch ein paar Möhrchen. Ich weiß nicht, ob es eben auch genommen hat. Und damit das Carabol gefressen wird, halt jetzt so ein... 3-4 Hände Müsli. Die kriegen ja sonst schon was. Jetzt ist mir eine ganze Hand voll mit Carabol. Ich finde, das riecht irgendwie wie schlecht gewordenes Rotkohlzeug. Ein bisschen eklig. Ja, der frisst jetzt. Vic hat seins eben schon bekommen. Und wie ich jetzt den Rest hier aus dem Carabol rausbekomme, muss ich dann mal irgendwie die Tage gucken. Ja, jedenfalls ist mein Reiskeimöl aber auch gerade leer. Sonst würde Vic das bekommen. Aber das muss ich dann am Montag oder so mein neu kaufen. Oh, der Wind hier schon wieder. Ich muss jetzt einmal auf die Schleife machen, weil ich die letzte bin heute. Ja, absolutes Fail-Video. Ne? Ich muss jetzt zu Hause noch die Reifen waschen. Ich weiß nicht, ob jetzt auch irgendwas wird hier auf dem Kanal. Ich bin verrückt. Das ist auch echt. Reiskeimöl hole ich dann wieder. Ich hatte ja schon mal angefragt, ob ich dazu ein Video machen soll. Wenn ich es machen soll, könnt ihr es einfach mal in die Kommentare schreiben. Hier ist wieder weg. Ja. Der frisst jetzt noch ein bisschen. Und wir sehen uns jetzt. Aber wirklich erst, wenn ich zu Hause bin.
So, meine Reithose ist jetzt, wie man vielleicht hören kann, in der Wäsche. Irgendwas zurechtlegen muss ich heute gar nicht. Ich habe meine Schuhe hier vorne stehen. Alles andere ist schon im Auto, beziehungsweise noch von letzter Woche. Ich werde jetzt auch gleich mal duschen gehen. Ich sehe aus wie der letzte Rotz. Und dann gehe ich ins Bett. Und ja, ich sage die ganze Zeit, und es tut mir leid. Wir sehen uns dann morgen. Und dann bin ich schon ganz gespannt. Ich werde noch einmal oder zweimal oder dreimal mir die ganzen Aufgaben durchlesen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich werde das Video jetzt direkt schneiden und hochladen. Ich hoffe, dass es noch bis, ja, dass es heute online kommt. Ich schätze aber erst, dass ihr es vielleicht morgen früh dann sehen werdet, also am Samstag. Wir sehen uns dann einfach im nächsten Video wieder. Tschüss!